Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Anno 2070. Schaut euch doch mal unsere wunderschöne Tycoon-Stadt an. Das ist ja so eine richtige Metropole, ne? Fast wie New York City. So Rastermuster auf dem Reißbrett gezeichnet und dann in die Natur reingeklebt. Und dann ist die da. Das ist wunderbar. Guckt sie euch an, die ist so wunderschön, oder? Da sprudelt das Geld auf den Werbetafeln. Ehre. Ne? Alles läuft synchron wie ein Uhrwerk. Das ist wunderschön. So, wir müssen gucken, dass wir heute an Erdöl rankommen, um daraus Tupperware herzustellen. Ne? Die Weiber hier, die haben alle Bock auf Tupperparty. Guck mal, die sind schon so heiß darauf. Die stehen schon wieder auf Balkone ohne Brüstung, weil, na, muss halt einfach sein. So, was ist denn hier produktionstechnisch? Gewürze, Fleisch, füllt sich. Na, Fertiggerichte, also Burger, Fastfood, Krempel wird auch mehr, hoffentlich. Wie ist denn das bedürfnistechnisch? Nahrung ist fast... Spiel gespeichert. Nahrung ist fast erfüllt. Guck mal. Angestelltenwohnhaus. Aufgestiegen. Ja! Guck mal. 15 wollen noch aufsteigen. Geil. Es fehlt an Werkzeugen. Heißt, wir haben eine natürliche Auslese an Gebäuden, die aufsteigen. Das ist doch sehr schön. Unter Umständen steigen hierdurch auch die Möglichkeiten der Baupläne. Was haben wir hier? Was macht denn das Ding eigentlich? Plus... Ah! Ökobilanzgebäude. Guck mal hier. Das macht die Ökobilanz schöner. Naja. Dafür haben wir hier unseren... Ne? Unseren Gravitationskern. Der Ding ist der Hammer. Der macht einfach mal 500 plus. Guck dich das an. So. Öl. Wir können ja mal die Produktionskette anschauen für Tupperware. Wir brauchen Öl. Wir brauchen eine Raffinerie. Und dann machen wir daraus Kunststoff. Geil! Haben wir hier ein festes Ölvorkommen? Ölvorkommen, 41.000 Tonnen. Haben wir noch einen Ölbauplatz frei? Eins. Oh, einen haben wir noch. Ey. Black Smoker. Der wird halt irgendwann inaktiv und dann können wir da auch noch Öl rausprobeln. Schwierig. Wenn nicht, müssen wir ein neues Plateau anfahren. Wo wir. Oh, das ist so wunderschön, oder? Mit die olle Spalte hier? Ja. Was ist das? Geothermale Energiequelle ermöglicht den Bau eines Geothermalkraftwerks. Die Baupläne für die Geothermalkraftwerke können in der Akademie erforscht werden. Okay, das habe ich auch noch nicht gemacht. Ist ja voll krass. Quallen! Guck mal, wie die zusammen drücken und dann wieder auseinanderpulen hier. Mega schön. Oh, so weit raus wollte ich gar nicht. Wie viele Ölbohrquellen haben wir hier? Drei. Eins, zwei, drei. Oder sind wir frevelhafte Umweltsünder und pumpen das Zeug einfach aus der Erde? Wir können ja hier richtig die Umwelt versauen, oder? Wir sind dabei plus 451. Da geht noch ordentlich was. Guck mal, mit so einer Ölpumpe hier, die man direkt auf die schon wunderschöne Erde baut. Können wir auch direkt an Meer ran. Oh. Oh doch, guck mal, der Carrier müsste das holen. Ihre Hilfe bei dieser Angelegenheit wäre für SAAT ein echter Gewinn. Na klar. Ich weiß zwar nicht, worum es geht, aber... Oh, noch einen können wir nicht. Na, dann machen wir erstmal eine Straße dran. So. Na? Sehr schön. Okay, okay. Wir fördern schon mal Öl. Na, hier. So, da, guck. Was wollt ihr? Drohende Ölpest durch Explosion auf Ölplattform. Siehste, deswegen haben wir unseren Feuerwehrmann-Boot hier an Start. Der macht jetzt hier erstmal die Havarie weg. Wieso geht das nicht weg hier? Macht das weg. Toll. Das hat er schon fertig gelöscht. Ich wollte nur... Mann... So. Wir brauchen neue Feuerdinger, ne? Okay.
Kommt der mal nach Hause? Wir müssen in einem Labor, was nichts zu tun hat. Das da. Wir machen mal 4, 6, 8. Ja, dann haben wir auf jeden Fall genug. Ne? Wird eine Weile dauern, aber ist nicht schlimm. So, wir waren hier beim Öl. Wir brauchen Werkzeuge. Können wir hier schon bestellen? Nein, können wir noch nicht. Komm, Rufus, hau mal Werkzeug raus hier. Was sind das hier alles? Ah, wir haben einen Ofen in der Mission. Nehmen Sie den. Oh, wir müssen da hinfahren. Haben wir jetzt den Trimaran losgeschickt? Ja, nee, der muss nach da oben fahren, bevor die Zeit abläuft. Das ist ja verrückt. Komm, mal hinne. Dann müssen wir noch warten mit der Öl. Wobei, hat einen Vorteil, wir produzieren jetzt schon mal Öl. Was wir auf Halde legen, das ist ja schon mal gut. Bei diesem Auftrag bin ich auf. So, wir sollen nach da. So schnell wie möglich wahrscheinlich. Ich will Sie nicht drängen, aber die Zeit läuft. Und nach da. Und Abfahrt. Ach, ist ja mega einfach. Hoffentlich wartet, denn wir haben hier drei Positionen anzufahren, glaube ich. Beeilung, wir haben nur ein kurzes Zeitfenster. Oh oh, warte mal, wir tauchen und dann sind wir nämlich voll schlau. Haha, dann tauchen wir unter die Bande durch. Na, 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 na. So, und immer hoch. Beeilung, wir haben nur ein kurzes Zeitfenster. Und dann tauchen wir wieder ab. Und dann tauchen wir einfach wieder hierher. Und keiner wird erschossen. Ja, ja. Du musst nur wissen, wie. So, wir tauchen auf. Und geben ab. Haha, siehste, die wollten uns nämlich wegmachen, aber wir waren schlauer als die. Der empirische Beweis, dass ich recht. Den Typen mag ich. So, was wollten wir machen? Warte mal, wir können ja bei dem gleich handeln. Bei SAAT. Hallo? Wir nehmen das. Kommen Sie vorbei, wenn Sie wieder etwas benötigen. Na klar. So, dann fahren wir zu der Tante hier auch noch mit ran. Suchst du was Bestimmtes? Naja, gib mal her. Ist ein echter Gewinn für die Ebene, Neschetel. Wieso hört sich denn das bei der so an, als wenn die in der Blechdose drin spricht? Sollen das? So, komm mal her, Trimaran. Ein kleiner Mann. Hat Interesse, beim alten Trenchcoat ein paar Geschäfte zu machen. Icke, wenn du was jutet hast. Button, Holz, ne, ist ja. Holz stört mich wenig. So, Trimaran ist on the road. Der hat mit Fischer handelt bei uns. Super. Wie, oh, Bauzellen sind. Handel. Dann aber sofort verkaufen den Quatsch hier. Zack. So. Noch mehr Öl fördern. Wir werden hier richtig eklig viel Öl fördern. Einfach weil wir was können. Schön mangte Gemüseplantagen hier. Lecker. Lecker, lecker. Mangte Schweine, ne? Schön Öl aus Erde popeln. Geil. So. Genau. Was haben wir denn hier? Wie viel produziert denn das Ding eigentlich? Mal gucken. Haben wir denn schon was im Lager? Öl? Öl haben wir schon. Wir könnten eine Raffinerie bauen. Ich hätte gesagt, wir bauen zwei. So, dann haben wir nämlich bald raffineriertes Öl. Ne? Wenn hier die Schornsteine starten, dann geht's los. Zack. Geil, oder? Guck mal, gleich zünden sie. Dann kommt hier auch so eine Verpuffung und dann geht's los. Guck mal, und hier die Ölfördertürme direkt vor der Haustür. Die zweite startet noch nicht. Ich glaube, da holt die LKWs gerade die Ware ran. Da kommt was. Jetzt der Pump und schon geht's los, siehst du? Geil. Schön Ölschmock. Und da drüben wohnen sie. Ah, hier fliegt der Zeppelin. Der macht die ganze Geschichte wieder ein bisschen harmlos. Na? Also die Tycoons, die haben dich da nicht so. Die stehen auf so einen Quatsch, glaube ich. Okay.
Dann haben wir das auf jeden Fall. Bedeutet, wir produzieren raffineriertes Öl. Dann brauchen wir so eine Tupperwarenfabrik. Fertiggestellt. Button. Drei Generatoren. Wir haben zwei Notfallausrüstung fertig. Zwei? Hatten wir das noch oder haben wir die frisch gebaut? Das Boot haben wir auf jeden Fall schon mal hergeholt, ne? Dann soll der einladen. Das schon mal. Nein! Nicht über Bord werfen. Was soll denn das? Sag mal. So, dann hat er auf jeden Fall erstmal zwei. Ne? Damit fährst du bitte hier hin. Dankeschön. Weitermachen. Hier ist aber hell. Okay, okay. Ich habe hier gerade übelst auf den Monitor von OBS hier so ein Muster. Obwohl, das habe ich hier auch. Auf dem Pflaster. Seht ihr das? Okay, ist auch egal. Was haben wir denn hier? Den Alvinschen Anionenkatalysator. Wir haben vier Generatoren. Okay. Die sind hier alle noch fleißig am Rumdoktor, ne? Hm, die machen noch eine Wartungseinheit. Die machen zwei Wartungseinheiten. Und dann nochmal Feuerlöscher. Und dann machen die hier einen Generator. Und die machen ja nichts. Nö, die sind schon fertig. Die gibt's ja wohl ja nicht. Na, warte mal. Dann nehmen wir euch das mal hier ab. Und dir auch. Und dir auch. Und geben dir drei Feuerlöscher. So, mach mal so dein Ding. Okay. Raffineriertes Öl. Wie viel haben wir denn mittlerweile? 6. Brauchen wir noch eine Raffinerie? Komm, wir bauen nochmal 2. Ei, der Dose. Wir bauen das effizienter. Wir stecken die ganz dicht aneinander. Dann sieht das aus wie eine große Schwerindustrie. Und dann gefällt mir das besser. So, was ist denn das hier für ein Ding? Luftabwehr. Stimmt, nachher gibt es noch Flugzeuge. Ehre. Richtig geil. Das ist hier Hafenabwehr, ne? Können wir nicht bauen, weil keine Munition. Richtig? Stimmt. Pass mal auf. Holen wir. Kein Ding. So. Immer rüber damit, bitte. Müsste jetzt gehen. Hafenverteidigung läuft. Richtig wichtig. So und... So, ne? Falls mal irgendjemand stänkern kommt, dann haben wir hier ein bisschen Abwehr am Start. Sehr, sehr cool. So, der hat gehandelt, richtig kräftig. Was mit dir? Wieso steht denn der da? Hm, komm mal nach da. Jetzt haben wir hier ja kein Schiff mehr, ne? Doch, den Trimaran. Okay, der hat was bei. So. Kalkstein. Wir fördern Kalkstein. Aber wir haben keinen Sand. Dann können wir das doch eigentlich wieder entfernen, oder? Warte mal. Glas. Och, Sand. Nee, dann können wir das doch wegmachen. Dann sparen wir uns das doch. Tupperwarenfabrik. Wie viel brauchen wir davon? 1, 2, 3, 4 hätte ich gesagt. Erstmal, oder? Guck mal, wir haben nämlich auch 4 Fast Food. Ne, 3. 3? 4. Hier ist noch eine. 1, 2, 3, 4 Fast Food Restaurant. Produktionsessen-Dinger. Und hier kommt Tupperware raus. Ne? Ist unspektakulär, aber die machen aus Öl halt Plaste. Plaste und Elaste. Eine Straße führt die meine Volk. Das war nicht so gewollt. Wir machen das so und die müsste gleich die nächste Straße kommen, weil jetzt haben sie nämlich ihre Rohstoffe. Ja, Fressen kommt, Lifestyle kommt. So richtig kommt das noch nicht, ne? Wir müssen noch mehr bauen. Ach. Ah, Betäubung fehlt. Na, ist ja klar. Dann nehmen wir den Trimaran. Schicken den hier. Ich habe 50, Alter. Wir könnten auch... Ach, ist aber auch blöde, weil dann fährt er nur damit hier hin und her. Das will ich eigentlich gar nicht.
Naja, wenn wir Bedarf haben, dann können wir das ja herholen. Ist jetzt nicht so schlimm. Geht ja relativ schnell. So. Dann können wir doch hier nochmal so eine Burgerbude bauen, oder? Zack. Weil der Bedarf ist ja anscheinend da. So. Okay. Wir müssen die Warenbestände... Oh, Öl kommt aber. Öl kommt richtig kräftig. Das ist gut. Oh, wenn viel Öl kommt hier, die Raffinerien, ne, die laufen ja wie Wahnsinn. Lecker. So, warte mal, aber... 41.601 Tonnen, 41.597. Naja, das wird bald weniger, ne? Da müssen wir ein Ölvorkommen nochmal in der Akademie erforschen. Spiel gespeichert. Das ist gut. Schauen wir mal, was hast denn du? Hast du was Cooles? Was steht an? Weiß ich nicht. Was ist das? Und entdeckten... Modul fertiggestellt. Stahlvorkommen wird verkauft. Hast du irgendwas, was ich brauche? Was ist denn das hier? Erdölsonde wird verkauft. Guck mal. Erschließt Rohstoffvorkommen auf ihrer Insel. Ergibt Rohstoffvorkommen. Wirkungsdauer. Guck mal. Na, so war zum Beispiel. Das müssen wir kaufen bei ihm. Das machen wir mal. Fahren wir mal hin zum Rufus. Komm mal her. Quatsch, nicht Rufus. Wie heißt er hier? Trenchcoat. Entschuldigung. Sam. Krassen Kudder. Auch irgendwie cool, das Ding, oder? So. Der Weg ist weit, aber der Trimaran schnell. So, wir kaufen. Ich kenne ich doch. Ja. Aber Rechnung gibt's keine. Los. Hast du noch mehr? Alles im Lot? Wir nehmen auch das. Yeah. Ein Angebot. Was? Ein Angebot, das er nicht ablehnen kann, wahrscheinlich. Konnte. Die Firma dankt. Items kaufen. 10 von 100. Ja, yeah. Alles senkrecht, was steht an? Hast du noch mehr? Sowas findest du nirgendwo sonst. Hast du noch mehr? Ah, du bist's. Hast du noch mehr? Oder beeil dich. Ist doch egal, woher ausrangiertest. Sind wieder ein paar Raritäten dabei. Ist mega teuer, was wir hier machen, ne? Na, sieh einer an. Aber wir kaufen Öl. Bei dem Mann. Der freut sich. Umtausch ausgeschlossen. Tag auch. Ah, du. Alles im Lot? Ich kenne dich. Tag auch. Oh, verbesserte Tiefseeturbinen wird verkauft. Erhöht die Produktivität der Gezeitenkraftwerke auf einer ihrer Inseln. Das nehmen wir. Aber ohne guter die. Plus 15. Los. Wir kaufen oder verkaufen. Alles senkrecht? Nein. Wie läuft's? Super. Na, sieh einer an. Gib mir Öl. Hand drauf. Voll geil. Sowas findest du. Beeil dich. Kann ich doch egal, woher wir handeln uns. Sind wieder ein Alter. Paar Raritäten. Ausrangiertes. Was steht an? Guter Deal. Wir kaufen uns hier unser Ölvorkommen bei den Kollegen. Sowas findest du. Was steht an? Sind wieder ein paar Raritäten dabei. Die Firma dankt. Kaufen oder alles senkrecht? Ausrangiertes Zeug. Aber immer noch war mir ein Fest. Ich kenne dich doch. Na, sie läuft's. Ah, du bist's. Auch den nehmen wir mit. Beeil dich, sag auch. Alles im Lot ist doch egal, woher so das Zeug stammt. Noch eh mal Öl. Na los, ist doch egal. Ich kenne dich doch. Na, sieh einer an. So. Reicht. Den Alvinschen Katbum-Dings. Warte mal, wir fahren erstmal hier hin. Aber Rechnung gibt's keine. Umtausch aus. Dann stecken wir nämlich hier dieses Item in den. Feuerausbruch. Nein! Feuer, Feuer, Feuer! So, mach das aus. Wir können neue Tycoon-Dinger bauen. Da gucken wir aber gleich mal nach. Wir machen erstmal hier. Feuergefahr eliminiert. Geil. Modul abgeschlossen. Wartungseinheit, Notfallausrüstung. Okay.
So, Trimaran ist on. So, das da stecken wir nach da. Das da ist aktiv. Heißt, wir haben jetzt hier theoretisch mehr Stromausput, oder? Was ist das hier? Das nehmen wir mal mit. Na, Strom 21, ob der was gebracht hat. Warte mal, wir können ja Kontrolle machen. Zeigt der mir das an? 115%. Ja, das bringt was. Auf jeden Fall. Mega cool. So. Dann fahren wir mal schnell hier hin. Modulkonstruktion finalisiert. Geil. Dann schmeißen wir hier mal das hier raus, schnell. Dann hätte ich gesagt, fahren wir mal schnell hier rüber. Dann schmeißen wir hier das Ölvorkommen alles raus. Und dann fahren wir zurück zu Trenchcoat. Warte mal, wir haben hier auch haufenweise Krempel erforscht, oder? Wenn der uns Items gibt, dann nehmen wir ihm auch Items. Alvinschen Ionenkatalysator haben wir. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Das haben wir zweimal und das brauchen wir nicht. Oh, warte mal. Wir sollten sofort so ein OLED Kraftwerk-Dings in Auftrag geben, oder? Konstruktionsplan? Ne, 3. Ist der noch dabei? Ja, der macht noch. Okay, dann halt nicht. Zu Trenchcoat zurück, bevor er die Biege macht. Und wir werden hier erstmal das Öl anstarten. So, jetzt generieren wir Ölvorkommen. Und zwar sind wir bei Ölvorkommen 41.650, 700, 733, 760, 787. Also wir pumpen mit diesen Items Öl in die Erde, was wir dann mit unseren Ölbohrtürmen hier, ne, mit dem Pumpen wieder rausfummeln können. Ist eine feine Sache. Wenn dir mal deine Mine ausgeht, kannst du einfach mit Rohstoffe den Berg wieder voll machen und einfach weitermachen. Mega cool. Ja, Sachen gibt's. Die Stadt ist echt krass groß. Warte mal. Wir können jetzt hier so... Oh. Die Baines Avenue sollten wir mal reinbauen hier, oder? Das finden die bestimmt mega schön. Macht fast ja keinen Unterschied, aber hey. So. Erstmal alle Längsstraßen und dann die Querstraßen. Hier außen noch. Hier müssen wir noch. Wie? Schon sagen, geht nicht. Geht doch. Sieht die denn so großartig anders aus? Naja, sind halt Pflastersteine, ne? So Mosaikpflaster und nicht dieses normale Pflaster hier. Wir können uns den Unterschied da mal genauer anschauen. Ne, können wir halt leider nicht, weil wir können nicht weiter noch ranzoomen. Das ist schade. So, gerne alle Querstraßen mitnehmen, bitte. Ja, perfekt. Hier auch. Oh, das geht ja super. Das macht sich sehr schön. Haben wir irgendwo eine vergessen? Nö. Sieht gut aus. Sehr, 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 sehr schön. Dann haben wir hier noch eine. Und dann ist natürlich hier auch eine. Wenn hier eine ist, dann ist auch hier hinten eine. So. Und da. Und da. Weitere Gebäude stehen zur Verfügung. Ehre. Yeah! Ingenieure! Was ist denn das hier? Säurungsstation. Ökobilanzgebäude. Aha, brauchen wir nicht. Oh, Atomkraft. Hm, mega cool. Alles klar. Ist der da? Ja. Denn raus damit. Wie läuft's? Super. Hand drauf. Danke. War mir ein Fest. Danke, mir auch. Und tschüss. So. Das läuft noch. Okay, können wir hier nicht reinpacken? Warum eigentlich nicht? Hm, können wir nur da oben machen? Okay. Die laufen jetzt noch 2 Minuten und die generieren insgesamt 2700 Liter oder 2700 Tonnen Öl pro Stück. Ne? 2, 4, 6. Da unten haben wir nochmal 5. Also ich glaube, mit Öl haben wir auf jeden Fall erstmal eine Weile Ruhe. Keine Zeit. Bin in der Kneipe verabredet mit ein paar Kollegen. Dann geh doch hin.
So, was ist denn jetzt hier? Burger klappt soweit. Aber von dem Quatsch haben wir noch nie so viel, ne? Raffineriertes Öl. Naja, lass die mal erstmal alle zu Hause haben und dann läuft das eigentlich, oder? Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Guck mal, die wollen alle aufsteigen. Richtig cool, ey. Wir müssen Beton ranholen nochmal. Ist der Trimaran schon wieder da? Ne, der ist auf dem Weg nach Hause, ne? Wo ist er denn? Hä? Hallo? Nee? Da ist er. Hier haben wir 29, weil ihr könnt mir vorstellen, dass die Gebäude, die aufsteigen wollen, Beton brauchen. So, pack mal ein und fahr mal her. Wir könnten das automatisieren, ist ja klar. Deswegen hätte ich eigentlich sehr, sehr gerne die Produktion hier auf dieser Insel gehabt, aber haben wir leider nicht. Ist ja nicht so schlimm. So. Okay. Die nächsten... Ich hätte nie gedacht, dass ich hier so eine steile Karriere hinlege. Ja, kickst der Junge. Guck mal hier, Bilanz, mega geil. So. Kann immer noch nicht losgehen. Der Einzige, der hier noch rumdoktert... Achtung, was denn? Produktionsstillstand. Bauzellen voll? Ja, Bauzellen voll. Und Holz ist auch voll. Verkaufen, Handel. Warte mal, Tee und Fisch. Tee und Fisch. Was verkaufen wir noch? Sand, Glas, Tech-Sachen. Nee. Das nehmen wir mal raus. Dafür verkaufen wir jetzt Bauzellen. So. Genau. Ey, wir können jetzt so ein fettes Schiff bauen, ne? So einen krassen Kutter. Pass mal auf. Wollen wir denen einen Auftrag geben? Ja. Nein, wir brauchen Stahl. Verdammt. Den haben wir aber hier drüben, oder? Hier müsste Stahl sein. Haben wir Stahl? Haben wir... Oh, Maximum. Super geil. Dann bauen wir beim nächsten Mal einen fetten Containerfrachter, hätte ich gesagt, ne? Wir sind heute ganz fleißig beim Öl fördern und Umwelt verpesten. Dran gewesen hier, ne? Guck mal hier mit unseren schönen Raffinerien. Ach, die sind so wunderschön. Wie die Qualm und Feuer machen. Ehre. Wunderschön. Ne? Cool. Dann machen wir beim nächsten Mal aus dieser Werft so einen richtig fetten, großen Containerfrachter. Dann holen wir uns noch Items, womit wir die Ladekapazität erhöhen. Und dann können wir alle vollen Warenbestände, die wir durch normalen Handel nicht loswerden, an den ganzen Kollegen unter Zwang verscheuern. Dann kommen wir an noch mehr Geld ran. Das wird episch. Freunde, ich bin gespannt und ich freue mich natürlich, wenn ihr wieder mit dabei seid und sage bis zum nächsten Mal. Macht keinen Quatsch. Rinnihauen.